Hören wir mal, was Andi Birnbacher zu seinem Wettkampf sagt. Siebter, zweitbester Deutscher im Moment im Interview. Ja, genau so ist es. Rang 7 momentan, zweitbester Deutscher. Rundrum zufrieden? Ja, rundrum bin ich jetzt noch nicht zufrieden, aber ich sage mal, mit zwei Fehlern jetzt da vorne rein zum Laufen ist, denke ich, schon ein ganz gutes Ergebnis. Verrücktes Rennen. Was haben Sie gemacht, um sich gegen die Kälte und auch gegen den Wind beim Schießen zu schützen? Ja, das ist natürlich schon schwierig. Also ich habe versucht, schon eine dicke Jacke zum Warmlaufen anzuziehen und ein bisschen warm zu bleiben. Aber ich bin immer mehr ausgekühlt von Anfang bis zum Ende. Es ist ein bisschen schlimmer geworden und dann im Ziel habe ich die Füße nicht mehr so richtig gespürt. Dann. Und der fünfte Schuss beim Liegendanschlag? Ja, der ist ärgerlich. Der ist mit dem Einzel auch schon passiert. Also ja, der darf normal nicht passieren, weil wirklich die anderen vom Gefühl her schon sicher geschossen waren. Und der müsste wahrscheinlich hoch weggegangen sein, ich weiß nicht genau. Aber ja, ist blöd. Ich hoffe, das passiert aber morgen nicht wieder. War ganz knapp. Das heißt, Sie haben noch was im Köcher und Reserven für morgen dann? Sind auf alle Fälle Reserven da, aber jetzt sind wir schon erstmal zufrieden. Dankeschön, Andi. Wir sehen Daniel Mesotic aus Österreich bei seinem ersten Schießen. Er bleibt hier fehlerfrei. Die Österreicher werden womöglich auch rotieren. Julian Eberhardt hat sich am letzten Wochenende im IBU Cup sehr stark präsentiert. Zwei Rennen gewonnen. Gestern im Einzel konnte er nicht starten, beziehungsweise musste sein Rennen abbrechen. Aber er hat sich eigentlich verdient, in die Mannschaft zu rotieren beim Heimweltcup dann nächste Woche in Hochfilzen. Und das der vorhin bereits angesprochene Alexei Volkov, dem ebenfalls das Schicksal droht, gegen einen aus dem IBU Cup ausgetauscht zu werden. In dem Fall wäre das dann Ivan Cheresov, der gestern ja gewann. Lapschin, ein weiterer Russe, wurde dort Dritter. Christoph Sumann. Ah, eine Strafrunde heute nur, gutes Schießergebnis für ihn. Und der läuft dann sicherlich auch noch ein bisschen weiter vorne rein. Und das der Debütant, Vetle Christiansen, bekommt heute den Vorzug vor Birkeland, der im Einzel gelaufen war. Birkeland dort immerhin 21. Aber das war vorher schon so besprochen, dass heute Christiansen zum Einsatz kommt. Beginnt aber mit einem Fehler und Sie sehen es, die Zeit, die unten weiterläuft. Die von Svensson ist jetzt bereits durch. Der muss noch abgeben. Gehen wir runter zu Wilfried Haag mit Erik Lesser. Ja, der friert ein bisschen, genau wie wir alle hier. Erik, wir müssen erstmal von oben nach unten schauen. Alles in Ordnung, alles heil geblieben beim Sturz? Ja, ach, da kann nicht viel passieren. Ich muss selber ein bisschen drüber lachen. Aber das ist schon bitter, da haben Sie schon 4-5 Sekunden noch mal liegen lassen, ne? Ich glaube, das sind ja nicht nur 4-5 Sekunden, denn die ganze Summation macht dann am Ende schon eine ganze Strafrunde aus. Am Ende kann ich sagen, willkommen in der Weltklasse, oder ist es noch nicht so weit? Ich sage es einfach mal danke. Denn das war wieder ein richtig gutes Rennen, alle dicht beieinander, gute deutsche Mannschaftsleistung. Wie sind Sie damit umgegangen, nach Platz 3 heute mit einer fast schon Mitfavoritenbürde anzutreten? Ach, Mitfavoriten? Nee, da lass mich jetzt nicht reinschieben. Ich habe das schon in einigen Interviews gesagt, die Ziele sind um Platz 25, 24, um mal so neue Top-Resultate im Sprint zu zeigen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo ich im Ziel jetzt gerade stehe. Vielleicht habe ich das sogar geschafft. Ich weiß, Rang 11, glaube ich, im Moment. Ja, dann bin ich ja, top, quasi doppelt so gut. Stehender Fehler, der war dumm. Ganz dumm, da hätte ich mich ohrfeigen können mit dem Sturz dazu. Ärgerlich, aber ich denke, allem in allem ein ganz gutes Ergebnis. Wir bibbern gerade beide um die Wette. Was haben Sie gemacht, um sich ein bisschen gegen die Kälte zu schützen? Warm anziehen oder so gut es geht, warm anziehen. So eine Mischung finden aus sportlich, aber warm. Ist mir fast ganz gut gelungen. Ein bisschen mit Armkreisen vorm Schießen und dann klappt das schon. Und jetzt schnell in die Wärme. Dankeschön, Erik. Ja, herrlich erfrischender Typ, Erik Lesser, der jetzt hier in dem Moment auf Platz 13 rutscht, da ihn Erlend Göntegard um eine Position verdrängt.
Ganz bescheiden, ganz nüchtern, ganz sachlich nimmt er das. Sein Vater. Das ist sein Vater, sein Großvater Axel Lesser, der war 1976 bei Olympia in Innsbruck mit der Staffel der DDR auf Goldkurs. Wurde dann im Wald umgerannt. Bis heute unaufgeklärt. Kuriose Geschichte. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch. Und Jep Legejek, wie er genannt wird, der gibt dort Interviews. Kann er nicht fassen, den Massenstart in Oberhof. Anfang des Jahres, da waren mit ihm und Brandon Green erstmals zwei Kanadier in einem Massenstartrennen qualifiziert. Und heute, da hat er sich selbst noch einmal übertroffen, im Vordergrund Florian Graf und dahinter Legejek. Der vermutlich heute Morgen auch nicht an den Start gegangen ist und gedacht hat, ich gewinne hier mal eben gegen die gesamte Weltelite. Er hat's gemacht. Die Null stand am Schießstand, das war sicherlich die Basis für ihn. Aber auch läuferisch durchaus gut dabei. 16. Laufzeit von Legejek. 29 Sekunden langsamer als Svensson, was die reine Laufzeit auf der Strecke angeht. Svensson hat die Nullzeit gebracht heute, also war der schnellste im Teilbereich Laufen. Pietro Dotto 1:30 hinter der Spitze. Die besten 60 qualifizieren sich für das Verfolgungsrennen morgen. Die fünf Deutschen sind alle locker dabei. Daniel Stepzenko. Auch nach null Fehlern im Liegendanschlag jetzt zweimal in die Strafrunde nach dem Stehenschießen. Es kehrt etwas Ruhe ein jetzt gegen Ende des Rennens in der mittleren Phase. Da hatten wir ja hier eine Dramatik, da überschlugen sich die Ereignisse zeitgleich. Schossen sie, kamen sie ins Ziel. Die Zwischenzeiten purzelten nur so dahin. Simon Destieu, neuer Mann in der französischen Mannschaft, nimmt den Platz des erkrankten Simon Fourcade ein. Der ist am Compartment-Syndrom erkrankt, wird am Dienstag operiert und ist dann möglicherweise oder hoffentlich im Januar wieder zurück im Weltcup. Simon Destieu, 50. beim Debüt am Mittwoch. Gewann 2011 bei der Junioren-WM Gold im Einzel. Vor dem deutschen Benedikt Doll übrigens. Und ihm geht's wie viel. Fehlerfrei liegend, zwei Fehler stehend. Christoph Sumann auf seiner Schlussrunde. 24 Sekunden nur hinter der Spitze. Gutes Ergebnis für ihn. Und auch Simon Schemp dürfte mit seinem Top-10-Ergebnis zufrieden sein. Der ist jetzt unten zum Interview angekommen. Genauso ist es. Und er hat fürchterlich kalte Finger, Simon. Aber Rang 10, trotz der kalten Finger, zufrieden erstmal? Ja, ich denke, mannschaftlich sind wir heute super drauf gewesen. Und ich persönlich mit meinem Rennen bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. Ein Fehler am Schießstand. Und auf der im Laufen war es auch ganz ordentlich. Auf der letzten Runde war ich dann ganz schön kaputt, aber eine gute Ausgangsposition für morgen. Was haben Sie gemacht, um sich gegen die Kälte zu schützen? Ja, ich habe Seidenhandschuhe angezogen und auch normale Handschuhe dann drüber. Aber ich bin ein bisschen anfällig immer mit den Fingern. Sind mir doch eingefroren und jetzt sind sie gerade am Auftauen und tut nicht ganz so gut. Habt ihr irgendwas Besonderes gemacht? Das Mannschaftsergebnis der Deutschen ist ja so Wahnsinn fast. Ne? Alle so geballt da ganz oben dran. Ja, wir wussten, dass wir ganz gut drauf sind, dass wir mannschaftlich geschlossen sind. Ja, ich glaube, heute haben wir es gezeigt, was in uns steckt. Und so kann es weitergehen. Das denke ich auch. Auf ein neues Morgen. Danke, Simon. Daniel Mesotic kommt zum zweiten Schießen. Kann er es besser machen als die anderen? Kann er dort vorne noch etwas aufmischen? Er und Christoph Sumann.
auf seiner Schlussrunde sicherlich die beiden heißesten Kandidaten, auch wenn Suhmann jetzt auf der Runde ein wenig Zeit verliert. Strafrunde Mijozotic. Da kommt noch eine zweite dazu, also für Daniel Mijozotic wird das nichts mehr. Aber wenn wir mal gleich auf die Strecke schauen oder Richtung Ziel, da sehen wir Christoph Suhmann. Der kämpft hier noch um eine Top-Platzierung. Wollte eigentlich hinschmeißen vor dieser Saison, hat sich dann von seiner Frau überreden lassen, ist mit Kind und Kegel umgezogen, hat sich alleine vorbereitet in Seefeld. Ein Neuanfang für den Oldie. 36 Jahre alt ist er und jetzt verdrängt er hier Florian Graf noch vom Podest. 5 Sekunden vor Florian Graf, Christoph Suhmann im Ziel. Ja, schade für den Flo ist das dennoch. Starkes Ergebnis, auch wenn er das Podium jetzt hier in letzter Sekunde noch abgeben muss an Christoph Suhmann. Ja, danke an die Techniker dort mit dem Kuss auf den Ski. Florian Graf also Platz 4 im Moment, damit bester Deutscher. Mit einem guten Wettkampf Florian Graf, fehlerfrei geschossen hat er zunächst liegend. Dann stehend einen Fehler gemacht. Läuferisch gut dabei in der ersten Runde. 7 Sekunden langsamer als die Spitze, als Svensson in dem Fall. In der zweiten Runde dann 10 Sekunden hinter der Spitze. Hinter Malischko, der die schnellste zweite Runde gelaufen war. In der dritten Runde etwas eingebüßt. 27 Sekunden hinter dem Österreicher Landertinger, der die schnellste Schlussrunde gelaufen war. In der Summation steht er im Ziel auf Platz 4, 29 Sekunden hinter der Spitze, mit besten Aussichten morgen im Verfolgungsrennen etwas zu reißen. Aber diese Aussichten haben viele, viele, denn es ist ein enges Ergebnis. Einzig an der Spitze hat sich die Sensation des Tages, Jean-Philippe Legelec, etwas abgesetzt. 18 Sekunden vor Alexis Böff und dann dahinter wird es eng. Suhmann, Graf, Labelund, Eder, Svensson, Birnbacher, Pfeiffer, Foucault. Schauen Sie rechts auf die Zeiten. Im Abstand von wenigen Sekunden werden die morgen in diesem Verfolgungsrennen an den Start gehen. Und auch dahinter, wenn wir umblättern, sieht es gut aus. Denn auch Simon Schempo und Erik Lesser, die sind da absolut in Schlagdistanz. Der 20. Friedrich Pinter, weniger als eine Minute Rückstand auf die Spitze.